Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room to Lover 2 mit Sparta. Letzte Folge haben wir erfolgreich eine Stadt verteidigt und jetzt werden wir eine Stadt erobern. Also beziehungsweise der ist jetzt rausgegangen, weil hätte die Stadt kapituliert. Genau, jetzt geht er raus und greift uns an. Mit dieser kleinen Armee. Ich würde sagen, wir schaffen das. Wir schaffen das. So, den kleinen, klitzekleinen Vorteil der des Hügels werden wir mitnehmen. Also, keine Angst, wir machen noch eine schöne Aufstellung. Aber wir gehen hier hoch. So. Beziehungsweise wir können hier schon. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So, also wenige sind es nicht. Plänkler sind natürlich auch schlecht für unsere Pikiniere. Aber unser Vorteil ist, dass unsere Steinschleuderer mehr Reichweite haben. Ich werde die jetzt auch mal hier vorne hinstellen. Die Kavallerie ist halt nicht mehr ganz so fresh. Ja, Einheit, das ist immer gut. Die Moral für längere Zeit. Geringere Verbesserung der Moral. Klingt nach nicht viel. Aber bei Spartanern ist das ehrlich gesagt viel. Also Spartaner haben ja eh schon sehr viel. Die tausche ich trotzdem mal. Oh ja, das habe ich gesagt, dass ihr das machen sollt. Ja, richtig. Seltener Speerträger. Okay. So, alle auf einen fokussieren. Interessant, dass die das jetzt machen. Als ob der jetzt rauskommt, das liebe ich. Das sind Sklaveninfanterie, die sind nicht so gut. Die haben nicht so viel Moral. Ja, das finde ich immer sehr schön, wenn die einfach stehen bleiben. Einfach mal stehen bleiben. Der feindliche General ist tot.
marschieren! Schnell vorrücken! Da kommt Kavallerie! Ich muss jetzt schauen, dass ich hier die Fernkämpfer auffange. Okay, das ist... Die da lassen sich ja auch schön aufräumen. Da. Wieder zurück. Genau, ihr holt euch die beiden. Unser General wird angegriffen. Ja. Weh, du lässt dich töten. So, das ist gut. Da oben. Ja, ist halt nur noch ein Pferd, ne? Ja. Gut. Jetzt muss die Kavallerie zusammenhalten. So, jetzt haben wir's. War auf jeden Fall keine leichte Schlacht, weil er sehr viel Fernkampf hatte. Also, das war schon gut. Und jetzt noch i-Tüpfelchen, mein General stirbt. Ich darf das nicht immer so beschweren. Und durchbrech die Linien! Und, gut, also, es war in Ordnung. So, knapper Sieg. Ja, die haben ganz, ganz gut durchgehalten. Ja. Also die waren ja auch alle ein bisschen angeschlagen schon. Die Kavallerieeinheit ist komplett vernichtet worden. Also Numidien. Mein ehrbarer Schutzbündnis passt. Numidien hätte ich echt nicht gedacht, dass die noch Trouble machen. Mein Gebieter meint, dies sei der rechte Zeitpunkt. Aber, ja. Das ist halt auch die Achillesferse. Die Liebe zum Gold weckt ja, das Böse. Ja, dann mag er mich mehr. Das ist halt auch die Achillesferse von Sparta. Also leichte gegnerische Infanterie und vor allem den Kavallerie. Und vor allem Fernkampf. Uiuiui, jetzt. Jetzt wollen die es aber wissen. Entwicklung. Erobern, ja. So. Da hatte ich ja jetzt schon Angst, dass ich das nochmal erobern muss, ne? So, das sind einmal die da und einmal die da. So, Mit Gewaltmarsch komme ich da rein. Aber ich habe
Minus 25% Moral von den Einheiten. Ja. Vor allem die da haben dann echt wenig Moral. Puh. Na gut, dann verliere ich die jetzt. Dann lasse ich das, weil das gibt mir Geld zurück. So, also das da wird belagert. Von dir. Kann ich rausgehen? Also an sich könnte ich rausgehen. Er sagt, dass ich keine Chance habe. Veteran Schwert Schildkrieger. Die machen schon guten Damage. Skutari Speerkämpfer. Ich glaube, die haben auch Fernkampf. Mhm. Also leicht wird das nicht. Warte mal. Wie lange und die drei Runden. Ist hier in der Nähe eine freundliche Armee? Nee, ist es nicht. Der ist auch da oben. Der kann jetzt die einnehmen. 81, 84, ja, passt. So. Ja, kann ich eigentlich probieren, aber das mache ich erst am Schluss der Runde. Weil Monument Leonidas. Komm, in Rom. Das kann ich machen. In Rom ein Monument von Leonidas. Gut. Dann hier ist die königliche Kaserne bereit. Vermächtnis wiederherstellen, Verteidiger des Olymps. Warte mal. Aber es, ich habe keine Leute von mir, die da stehen könnten. Deswegen mache ich das erst, sobald meine Knirpse, der ist 11 Jahre alt, der ist 5, 13. Erst wenn die ready sind. So. Risiko 6% ist natürlich super. So, und ich vergesse immer die Armee hier unten. So. Ich komme ja echt nicht weit, ne? So, die werden jetzt noch ausgestattet. Und der bekommt jetzt noch das da. So. Der da wird auch nicht mehr lange leben. Der hat jetzt schon einiges gemacht. Das da kommt weg. Weil Kinder brauchen jetzt die anderen. Die anderen müssen jetzt Kinder bekommen. Charaktere. Wie alt ist der? Ah, 42. Und sie 38.
Ja, komm. Kinder willkommen. Ihr habt zwar schon 3, aber es ist nie zu spät, ne? Die könnte eigentlich, wie alt ist sie? 71, nee, die könnte keine Frau, keinen Mann mehr bekommen. Schade. So, okay. Gut. Die soll einfach nur ein bisschen aufleveln. So. Der kann eigentlich weiter marschieren. Hier. 80% ist gut. So, 80% ist gut genug. Komplett abreißen. Hätte ich eigentlich abreißen können, ne? Plündern. Okay. Das da. Wenn ich das diese Runde mache, dann dauert die Folge wieder eine Dreiviertelstunde so ungefähr. Deswegen mache ich das erst später. Neuer Aufschwung, das ist immer gut. Der bekommt nichts und die Unbesiegbaren, die bekommen aber was. Das wird ein Stratege. Rüstung, Moral, bla bla bla. Geheimaktion. Ehrgeizige Ehefrau. Minus Autorität und Geheimaktion. Kinder bekommen. Gut, dann bekommt er mal Kinder. So. Nächste Runde, nächstes Glück. Mal schauen, was da alles abgeht. Wir sehen keinen Profit mehr im Krieg und bieten euch daher Frieden an. Ja, das wäre eure Chance gewesen. Vor allem, der müsste doch meine Flotte und meine Armee vor seinem Haus sehen. Knappe Niederlage. Ohne die beiden würde ich es wahrscheinlich probieren. Aber also, ja, ohne die ohne die hätte ich das auf jeden Fall gewinnen können. Aber dann spätestens Schutzbündnis. 10.000 sind zu viel. Ich werde ehrlich sein. Nicht der Angriffspakt passt. Aber Schutzbündnis für 10.000 oder 8.000, nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, du. Das lass mal stecken. Invasionsarmee. Das ist ein Elefant. Das ist keine Armee, das ist ein Elefant. Und der ist mir egal.
So, hier hole ich mir das mal wieder zurück. Dip, 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 dip. Wir werden diese Siedlung einnehmen! Definitiv werdet ihr das. So, jetzt können wir das machen. Da können wir das machen. Hat der da etwa... Nee, da habe ich eine Kavallerieeinheit verloren. Okay, Entschuldigung, ich dachte, du hättest jemanden getötet. Gut, also. Ein Tempel, ein öffentliches Forum und ein Aquädukt. Duk, duk. So, dann würde ich sagen... Ah, nee. Entschuldigung. Das kommt ja erst in der nächsten Folge. Sorry. Tempel, das da und da Aquädukt. Du holst dir mal vorsichtshalber die beiden. Mich würde mal interessieren, ob man das sieht. Also, ob man das also die Statue von Leonidas sieht. Das wäre natürlich spannend. Gut, ich habe wahrscheinlich immer noch keine Dudes von meinen. Oh, das ist ein bisschen schlecht. Ein bisschen schlecht. Du könntest eigentlich weiter erobern. Sie sollen vor uns niederkauern wie eingesperrte Hunde. Oder ich warte noch ein bisschen. Oder nee, ich breche ab. Ich breche ab, ich warte bis... ja nee, so lange warte ich nicht, aber für so eine Schlacht müssen die schon vollständig sein. Noch eine oder zwei Runden mache ich. Warte ich. Knacki, knacki. Du, zwei Runden, das überlebt man. Tja, ne? Ja, sonst hätte der die gleich übernommen. Da kommt er nicht rein. Der wird aber reinkommen. Ist ein bisschen doof. Ich schau mal. Ich will mal schauen, ob da oben jemand ist. Ja, ich öffentliche Ordnung erstmal pushen. Gut. Dann, ja, danke fürs Zuschauen. Die Schlacht machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Und ja, bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.